Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein aufgebraucht und platt gemacht Video aus dem Monat Dezember. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und solltest du, genauso wie ich, auch ein bisschen erkältet sein, dann gönn dir auf jeden Fall einen Tee. Ich habe mir einen Tee gemacht, den hatte ich, von der lieben Melli tatsächlich, ne? In meinem Neujahrspaket, Weihnachtspaket, wie auch immer. Und in dem Neujahrspaket war ein, in dem Weihnachtspaket war ein Neujahrspaket und da war ein Tee drin. Das ist ein Neujahrstee mit Kräutern. Ich rieche da nicht allzu viel. Ja, doch, ein paar Kräuter rieche ich schon, aber ich habe da ordentlich viel Honig reingepackt. Also brauche ich auf jeden Fall. Der muss aber noch ein bisschen ziehen. Ich habe mir irgendwie über Weihnachten so ein bisschen mein Hals ein bisschen erkränkelt. Keine Ahnung, aber das Leben als solches ist eines der kompliziertesten. So, mein Aufgebraucht-Video ist immer so kategorisiert. Ihr seht hier auch Timestamps, da habe ich euch die jeweiligen Kategorien reingepackt. Und da gehe ich dann wirklich durch die Pflege durch, durch dies, das, Ananas, dekorative Kosmetik ist auch noch mitten dabei. Und ich starte jetzt einfach mal mit dem Gesicht. Da habe ich zuallererst einen Cleansing Balm von Elemis. Das ist der Pro Collagen Cleansing Balm. Den hatte ich auch mal in einer Box mit dabei. Achso, ja, die Produkte brauche ich euch, glaube ich, gar nicht so unbedingt von Namen zeigen. War ein guter Reinigungsbalsam, muss ich sagen. Ich persönlich mag lieber den von Yepoda. Ganz einfach deswegen, weil er bei mir das Make-up besser runternimmt. Da komme ich einfach besser mit klar. Das hier ist ein sehr sanfter, sehr milder Reiniger. Und wenn man das Double Cleansing macht und sich halt im Vorfeld ein Balsam nimmt, um damit das Make-up aufzubrechen und danach dann Wasser drüber gibt und dann quasi nochmal einen normalen Reiniger danach drüber gibt, ist das eigentlich eine gute Geschichte, aber für mich persönlich ist er im Preis-Leistungs-Verhältnis zu teuer, sodass ich mir lieber den von Yepoda gönne, The Calm Balm. Also ich habe da auch einen Code bei Yepoda und ich sage das nicht nur, weil ich Yepoda quasi als Kooperationspartner habe, sondern weil ich das Produkt halt auch wirklich sehr, sehr feiere. Und da müsste, glaube ich, aktuell, Claudi, 33 noch gültig sein, also quasi 33% Rabatt auf alle Produkte im Online-Shop. Ist richtig cool. Aber wie gesagt, wenn der von Elemis irgendwo mit in der Box drin ist oder im Adventskalender oder so, die habe ich auch immer gerne verwendet, ne? Dann habe ich hier einen Toner leer gemacht, den hatte ich von der lieben Melli im Adventskalender drin und das fand ich einfach total süß, weil Dalton ist ja auch ein Kooperationspartner von mir und ich mag richtig gerne die Meereskosmetikprodukte von denen. Da habe ich jetzt aktuell keinen Code, glaube ich. Genau, und das hier ist der Comfort Clean Sensitive Skin Toner. Sehr angenehm, sehr mild, sehr hautverträglich und ich habe eine sensible, trockene Haut, deswegen hat das bei mir auch sehr gut funktioniert. Kann man sich entweder direkt in die Hände reingeben nach der Gesichtsreinigung oder und dann aufs Gesicht geben natürlich, oder man macht es halt in ein wiederverwendbares Wattepad oder sowas, ne? Wie man das halt gerne mag. Ich fand den klasse und kann ihn halt wirklich empfehlen. Augencremes habe ich auch ein bisschen leer gemacht. Da habe ich die von Rodial verwendet, Dragon's Blood Eye. Die hatte ich auch mal in der Sonderedition von irgendeiner Lookfantastic Box drin. Und die war sanft und gut, habe ich mir aufgeschrieben. Ich hätte eigentlich aufgrund des Namens gedacht, dass die vielleicht ein bisschen, ne, intensiver ist, dass sie vielleicht ein bisschen brennen könnte oder so. Nee, ganz im Gegenteil, die war super sanft, sehr gelig von der Konsistenz. Dieses Rausdrückviech hier oben ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also man hat hier drauf gedrückt, oh, ein bisschen Produkt kommt sogar noch raus, sehr cool, und hat dann hier das Produkt rausbekommen. Und das hat halt eine Konsistenz, die sehr gelig ist, aber auch schön einzieht. Sehr, sehr angenehm für die Haut. Also kann ich sehr empfehlen. Und ja, so viel wie da jetzt nochmal rausgekommen ist, hätte jetzt auch noch für eine Applikation gereicht tatsächlich. Ne? Creme ich mir die Hände damit jetzt ein. Ist auch, ne, Dekadenz pur, aber es darf auch mal sein. ja, dufttechnisch, ja, ja, ist es halt beduftet, glaube ich. Würde ich sagen, ne? Dann habe ich noch so ein High-End-Feel leer gemacht von Sunday Riley, die Autocorrect Brightening and Depuffing Eye Contour Cream. Sagelütgen. Also das ist ein richtig teures Produkt, aber die war ihren Preis halt auch irgendwie wert. Ne? Also ich habe die morgens verwendet und die hat auch so einen Brightening-Effekt, aber auch so einen Glanzeffekt gegeben. Also es war kein Schimmer unter dem Auge, aber ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, es hat sich an, also sah irgendwie optisch ein bisschen verfeinert aus, verschönert aus. Ich glaube, die hat auch wirklich irgendwelche Farbpigmente oder sowas drin gehabt, ne? Aber, also ich habe nie, wenn ich das zwischen den Fingern hatte oder so, habe ich nie gesehen, dass da irgendeine Verfärbung war. Aber auf dem Auge, irgendwas hat es damit gemacht. Das hat gut funktioniert, hat mir sehr gut gefallen und würde ich es mir nachkaufen? Aufgrund des Preises wahrscheinlich nicht, aber es ist ein geiles Produkt. Also wenn man das mal irgendwo in der Box drin hat oder wenn man das irgendwo mal günstig schießen kann, ist es auf jeden Fall mal ein Test wert. Das ist jetzt komplett aus Plastik, ne? Ja.
Hat sich aber nicht nach Plastik angehört, oder? Na egal. Das hier ist auf jeden Fall nicht komplett aus Plastik von Dr. Barbour Clean. Ah, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Moment. Satanschlag! Man konnte das ganze Kram hier rausziehen und guck mal, da ist sogar noch was drin. Also wenn man ganz freaky drauf ist, könnte man das noch aufschneiden und weiterverwenden. Das ist ja auch witzig, ne? Habt ihr das schon mal gesehen? Wie das Innenleben so aussieht, wie sich das dann so zusammenquetscht. Wahnsinn. Okay, auch mal spektakulär. Also das ist Glas und kommt dann in den Glasmüll. Ja, sowas machen auch nur irgendwelche verrückten Menschen, ne? Also Dr. Barbour Clean Formance Moisture Glow Cream. Die fand ich auch schön, hatte ich auch irgendwo mal mit dabei, habe ich mir auch so nicht gekauft. Die mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Hat auch gut mit Make-up zusammen funktioniert, ist sehr empfehlenswert. War gut zu meiner Haut, war sehr mild. Ja, leicht kräuteriger Duft ist das, ne? Mochte ich gerne leiden. Lichtschutzfaktor, selbstverständlich. Habe ich auch noch aufgebraucht von COSRX Aloe Soothing Sun Cream Lichtschutzfaktor 50+. Die kann ich auch empfehlen. Da muss man halt nur ein bisschen abwägen, möchte ich darüber Make-up auftragen oder nicht. Wenn ich darüber Make-up auftragen wollte, konnte ich das nicht in Kombination mit einer Creme darunter verwenden. Also ein Serum konnte ich mir darunter aufgeben, aber wenn ich mir dann dazwischen noch eine Creme aufgegeben habe, wurde die ganze Geschichte zu reichhaltig, sodass ich das dann wirklich nur solo verwenden konnte. Also das dann quasi auch als Tagescreme-Ersatz. War aber vollkommen in Ordnung und ich verwende jetzt auch in der dunklen Jahreszeit einen Lichtschutzfaktor im Gesicht, weil ne, die Sonne ist ja trotzdem da, sonst wäre es ja nicht hell und die Sonnenstrahlen können die Haut trotzdem schädigen, also kann ich euch empfehlen, Lichtschutzfaktor zu verwenden. Ich weiß nicht, ob es COSRX sogar bei Purish gibt, da habe ich ja Claudiswelt 15 als Rabattcode, da könnt ihr euch auch gerne mal austoben. Dann habe ich hier von Dalton etwas aufgebraucht und zwar ein Peeling. Das ist das Comfort Clean Soft and Pure AHA Peeling mit 20% AHA, das ist ja Fruchtsäure und einem pH-Wert von 4,2. Was ist nochmal der pH-Wert der Haut? Ich glaube 5,5. Ne? Dadurch ist es dann quasi ein bisschen saurer als der reguläre pH-Wert des Gesichtes und hat bei mir ein schönes Ergebnis gemacht. Also das hat wirklich schön mein Gesicht gepeelt, ohne dass ich halt diesen mechanischen Effekt hatte. Das war ja ein Fruchtsäure-Peeling halt und das habe ich unter der Dusche angewendet. Das heißt, ich habe mein Gesicht dann unter der Dusche einmal kurz abgetrocknet, habe mir das dann draufgegeben, habe das kurz einwirken lassen. Also ich habe das nie lange einwirken lassen. Ich habe dann immer zwischenzeitlich nur eben meine Beine rasiert oder meinen Körper gepeelt oder so und das dann direkt abgewaschen, weil es steht, glaube ich, drauf, dass man das 3 bis 5 Minuten oder 3 bis 10 Minuten sogar einwirken lassen kann. Das steht auf jeden Fall bei dem Beipackzettel mit dabei und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich kann euch das empfehlen und ja, mochte ich gerne. Ich glaube, dafür muss ich das Enzympeeling aber nochmal testen, dass ich das Enzympeeling von Dalton aber noch ein bisschen lieber mag. Ne? Das wird jetzt aber noch in Anwendung kommen. Und weil wir jetzt gerade schon mal so schön bei Dalton sind, da habe ich hier auch dieses Produkt verwendet. Ich habe ein bisschen viel Süßigkeiten gegessen, ergo ich hatte etwas viele Unreinheiten um meinen Mund herum und habe mir dann dementsprechend das hier gegönnt und das habe ich dann quasi leer gemacht, deswegen sowas hält bei mir immer so ein halbes Jahr oder so, ne, weil ich das dann immer nur zu gewissen Zyklen meines Körpers verwende. Derma Control Clear Skin SOS Spot Concentrate, das ist einfach ein flüssiges Produkt, was hier rauskommt mit einer Pipette und das gebe ich mir halt direkt nach meinem Toner, ist super flüssig, wirklich super flüssig, auf meine betroffenen Stellen auf, das ist dann meistens hier, klopft das dann so ein bisschen ein, dann mache ich mir die Augencreme drauf, dann creme ich meinen Körper so ein bisschen ein, dann kann das Ganze schon mal so ein bisschen einziehen, dann mache ich mir Serum und Gesichtscreme drauf und halt meistens abends, ne? Ja, und dann habe ich halt alles feini-peini und das ist so ein bisschen, also es wirkt so, dass es die Haut beruhigt, die Rötung minimiert, die Entzündung halt irgendwie wegnimmt und irgendwie so funktioniert das halt, ne? Und das funktioniert sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Sehr. Ja, von Beauty Mates habe ich auch ein Produkt aufgebraucht. Das ist so eins meiner mittlerweile Lieblingsprodukten, weil da ist Niacinamid drin und meine Haut liebt Niacinamide, weil das Ganze halt so richtig beruhigend ist und Feuchtigkeit spenden und es macht Spaß und es ist toll. Und hier ist Niacinamid drin, also Vitamin B3 und Vitamin C ist hier auch noch mit dabei. Beauty Mates ist auch ein Kooperationspartner von mir, das heißt auch da habe ich einen Affiliate-Rabattcode. Das müsste Claudis Welt sein einfach, ne? Ja, das war nämlich über Weihnachten ein anderer. Vielleicht bekomme ich sogar zum neuen Jahr wieder einen 30% Rabattcode, dann blende ich euch den selbstverständlich auch noch mit rein und packe euch den in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, da könnt ihr euch in dem Set-Konfigurator individuell euer Set zusammenstellen. Genau, bekommt das dann da schon mal günstiger, ne? Je mehr Produkte, desto mehr Rabatt und dann noch meinen Code drauf anwenden und dann läuft das Ganze. Und ja, den hier finde ich einfach klasse und meine Lampe stirbt gerade ein bisschen und ich habe gerade reingeguckt. Au. Mach's nicht, Claudia, weil das flackert hier so, ne? Genau.
Den finde ich richtig klasse. Den habe ich gut vertragen tatsächlich. 1 bis 3 Tropfen macht man sich dann in die Gesichtscreme rein, mischt das so an der Hand zusammen und gibt es dann aufs Gesicht oder du machst dir das direkt aufs Gesicht oder du verwendest es als Kur, ne, wie man das halt so gerne möchte. Also das ist halt das Geile, dass man bei Beauty Mates halt dieses Mix-Match, wie auch immer du Bock hast, mischen kann. Also ich finde den sehr, sehr gut und empfehlenswert und den empfehle ich euch halt auch einfach. Genau. Und dann habe ich hier noch ein Serum aufgebraucht von A4 Cosmetics Night Watch Booster. Der war leicht, eher für den Sommer, aber gut, der war in der Beauty.at Box mal mit drin. Sehr kleines Produkt ist das gewesen, aber schönes Produkt. Warum steht da eigentlich Night Watch Booster? Ich glaube, den habe ich morgens angewendet. Okay, ja, das hat ja gut funktioniert. Cool fand ich, dass du diesen Airless-Behälter hast. Das heißt, es ist wirklich komplett hier hochgegangen, ohne dass da zurück Produkt geblieben ist oder so. Ne? Mochte ich gerne leiden. Hat meine Haut gut gefallen. Noch so ein High-End-Produkt habe ich also morgens und abends mal so, wie ich halt Bock hatte, verwendet von La Mer. Das ist The Renewal Oil. Ja, und das hatte ich auch in einem Adventskalender drin und damit habe ich mich so edel gefühlt. Es war ein Öl. Meine Güte, es war ein Öl. Ich weiß nicht, was da für krasse Sachen drin sein sollen. Hat meine Haut nicht geschädigt, hat sie verschönert. Ne? Also das hat alles gut funktioniert. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil halt super teuer. Ne? Ich weiß gar nicht, sieht man, dass das so flackert? Ich sehe das. Egal. Wir lassen das mal laufen. Dann habe ich so ein bisschen was für Gesichtstools aufgebraucht. Da habe ich einmal von Ebelin mir ja diese Augenbrauenrasierer gekauft. Die habe ich auch verwendet im Gesicht. Also nicht nur an den Augenbrauen so, sondern auch dann nochmal, ich weiß nicht, hier habe ich irgendwie auch immer so Härchen, ne? Und ich habe das auch mal hier mal gemacht, wenn mein Mem-Faktor halt zu hoch war und ich nicht epilieren wollte, bin ich damit halt entlang gegangen und ob man sein Gesicht jetzt rasieren möchte oder nicht, ist ja jedem selbst überlassen. Ich fand das ganz witzig, das mal auszuprobieren und wenn ich hier schon dabei bin und hier schon dabei bin, dann kann ich auch mal so ein bisschen übers Gesicht gehen. Aufpassen aber, weil es ist halt wie ein Peeling, ne? Also da jetzt dann nicht am nächsten Tag oder am Tag selber noch ein Peeling draufknallen oder so, dann weint die Haut auch ein bisschen. Das muss ja nicht sein. Das hier hatten wir in der Box mit dabei gehabt. Ich glaube, in der Lookfantastic Box war das dieser Hollywood Browser. Das war halt auch wie so ein Augenbrauenrasierer. War der jetzt so oder ist der jetzt so viel besser als der von Ebelin? Ich weiß es nicht. Also ich finde den auch gut. Was ich damit gemacht habe, ist, das war aber total dämlich. Ich mache das niemals nach, Leute. Ich habe versucht, in meiner Nase so ein bisschen Nasenhaare zu rasieren. Ich habe mich so hart geschnitten. Es war so dumm, weil du merkst es ja nicht. Und ich mache so weit und denke mir, hey, warum wird das so nass? Ja, blöd, Claudinchen, ne? Also, sei schlauer als Claudi, versuch nicht damit deine Nasenhaare zu rasieren, weil das ist A, total dämlich und B, sehr gefährlich. Naja, auf jeden Fall fand ich das ganz fancy, aber die von Ebelin tun es eigentlich auch tatsächlich. Dann habe ich von der lieben Jasmin was in dem Wichtelpaket drin gehabt und zwar von Ebelin die Abschminkhandschuhe aus Mikrofaser. Die finde ich ganz cool. Ich liebe es, wenn ich halt solche Abschminkviecher habe, wo ich meine Hand halt auch reinstecken kann. Und das kann ich hier und die sind in reger Anwendung und ja, die finde ich gut. Die gefallen mir, haben wirklich auch eine schöne Weichheit. Ne? Die mag ich gerne leiden. Ja. Jetzt kommen wir mal zu meinen Masken und Ampullen. Erstmal habe ich hier so eine Augenmaske von Petit Fee, Artichoke Soothing Hydrogel Eye Mask. Ich glaube, die habe ich von Yesstyle mehrmals so bestellt oder zugeschickt bekommen, das weiß ich gerade gar nicht. Da habe ich auch einen Code, Claudis Welt, damit sparst du auch ein bisschen was auf der Homepage. Und ich liebe einfach Augenpatches, die mit 60 Stück in so einem Pöttchen drin sind. Du sparst Müll, du sparst Platz, du hast einfach eine gute Geschichte. Ich mag das und ich würde mir wünschen, dass viele Hersteller einfach oder viel mehr Hersteller damit rauskommen. Es funktioniert wahrscheinlich eher, wenn man halt diese Hydrogel-Patches hat und nicht, wenn man diese faserigen Patches hat, wie zum Beispiel diese Balea Q10-Viecher, ne? Das wird ein bisschen schwer sein. Aber die halt so richtig getränkt sind, und da kommen wir gleich auch noch zu, kann ich mir sehr gut in sowas vorstellen. Deswegen, liebe Hersteller von Augenpatches, macht die bitte in solche Pöttchen rein. Zum einen, weil sie echt günstig dadurch werden und zum anderen, weil es einfach nachhaltiger ist. Ja, ich fand die klasse, ich habe die gerne verwendet, einfach an der unteren Augenpartie und je nachdem, ob ich die morgens oder abends verwendet habe, habe ich die dann für abends, habe ich dann das dicke Ende nach hier hinten gepackt, weil ich dann ja quasi meine Fältchen bekämpfen wollte und für morgens habe ich das Ganze umgedreht, damit das dicke hier ist, um meine Schwellung halt verschwinden zu lassen und
Die oberen waren nicht ganz so durchtränkt wie die unteren, was klar ist, weil die Feuchtigkeit natürlich immer nach unten geht. Aber kann ich voll empfehlen, kommt auch zur Seite, weil das ein Produkt ist, was auch in meinen Jahresfavoriten natürlich zu finden ist. Also ja, Pfleges-Jahresfavoriten. Kommt nächste Woche online, seid gespannt. Ja. Ampullen habe ich leer gemacht. Da habe ich von Melli nämlich dieses wunderschöne Set von Barbour geschickt bekommen. Minimal Effort, Maximum Results. Und da habe ich drei verschiedene drin gehabt. Die Beauty Rescue, die Perfect Glow und die Lift Express. Und die waren halt, wie immer die Barbour Ampullen sind, gut. Die haben mir echt gut gefallen, haben gut getan. Ich verteile mir wirklich eine komplette Ampulle auf Gesicht, Hals und Dekolleté und lasse dem Ganzen immer Zeit auch einzuziehen, klopfe das ein. Gegebenenfalls mache ich das immer so Schicht für Schicht, Schritt für Schritt, ne, bis ich das ganze Produkt eingearbeitet habe. Da helfen mir auch oder hilft mir dieser Ampullensprüher, den ich von Dalton auch mal bekommen habe, sehr bei solchen Geschichten. Finde ich total klasse. Also mir hat es gefallen, hat seinen Dienst gut erfüllt, die Perfect Glow. Würde ich eher für morgens nehmen, ne? Die hat nicht so super Glitzer drin. Die ist halt mit einem Glow tatsächlich unterwegs. Man sieht es auch in der Ampulle selber drin, dass die so einen ja, Schleier mit drin hat, ne? Die ist auch so, ja, gelblich, wie auch immer, mit Glitzer, scheinbar Glitzer. Aber auf dem Gesicht glitzert das nicht, so wie bei anderen Ampullen tatsächlich. Mir hat die gut gefallen. Die Lift Express hat geliftet tatsächlich und die Beauty Rescue hat mein Leben gerettet scheinbar. Ich weiß es nicht. Sie hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und immer, wenn ich Barbour-Ampullen irgendwo drin habe, finde ich das klasse, weil die einfach eine gute Qualität haben, auf die man sich verlassen kann, ne? Auch worauf man sich verlassen kann, sind die Ampullen von dem Asam. Ich weiß nicht, ob die auch andere haben als diese Resveratrol-Geschichten. Hier habe ich eine Resveratrol-Ampulle gemacht. Das ist für mich ein Produkt, was immer, wenn meine Haut am Ausrasten ist, mir hilft. Also da nehme ich dann gerne mal eine Ampulle von im Asam, diese Resveratrol-Dinger, weil das halt einfach alles so ein bisschen erdet. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es tut mir einfach gut. Wenn ich meine Tage habe, nehme ich mir meistens eine Ampulle, so am ersten oder zweiten Tag, ne? Und meine Haut ist wieder gechillter. Und ja, sehr gutes Produkt, kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich auch etwas, was ich, also im Prinzip viele, also alle Ampullen, die ich verwendet habe, waren geil. Von Dr. Susanne von Schmiedeberg hatte ich mal solche Lifting Power Serum Ampullen irgendwo mit drin. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich die top fand. Eine schöne Geschichte. Ja. Hat genährt, hat gepflegt, hat mir geholfen, hat mir Spaß gemacht. Zwei von Dalton habe ich aufgebraucht. Das war einmal die Q10 Energy Boost Ampulle. Die habe ich, glaube ich, irgendwie auch um Weihnachten, kurz vor Weihnachten gemacht, ne? Als ich halt wirklich auch dieses, ich möchte top aussehen, Gefühl hatte. Weil die Ampullen von Dalton und von Barbour, das sind halt so hochwertige Geschichten, die nicht nur teuer sind, sondern auch wirklich langfristig einen Effekt geben. Sowohl bei den Ampullen als auch bei den Masken, ne? Und das... Deswegen habe ich mich da entsprechend mit drauf vorbereitet. Und genauso war es auch mit der C-Ampulle, wobei ich die C-Ampulle auch halt während meiner Periode verwendet habe, wobei die auch kurz vor Weihnachten kam. Yay, war ein Traum. Aber ne, auch gutes Produkt, gefällt mir richtig toll, mega klasse, Oberaffentitten geil, ich sag euch das. Läuft. Ja. Nee, das mache ich gleich. Erst mache ich die hier. Die habe ich halt morgens verwendet. Fand ich total klasse. Erst morgens aufstehen, Hände waschen. Ihr habt meine Morgenroutine ja gesehen. Kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Oder hier? Oder hier? Hier. da verwende ich die sehr, sehr gerne oder habe die gerne morgens verwendet. Geil. Hat mein Gesicht gereinigt, gepflegt. Meine Haut ist wirklich deutlich besser geworden, seitdem ich angefangen habe, morgens, wenn ich meine Zähne putze, halt auch eine Maske drauf zu machen. Die ist jetzt leider leer gegangen, aber wenn ich sie nochmal irgendwo mit drin habe, werde ich die auf jeden Fall wieder in Anwendung nehmen, weil die halt so richtig die Poren gereinigt hat. Die hat mein Gesicht gereinigt, ohne dass ich halt einen expliziten Reiniger nehmen musste und ein schönes gepflegtes Hautbild hinterlassen. Und danach konnte ich dann schön weitermachen mit Toner und so weiter. Und das war halt nicht so, dass meine Haut danach gespannt hätte. Ne? Ganz, ganz gutes Produkt. Und das hatten wir auch in Boxen mit drin. Und darüber freue ich mich, ne? Wenn wir halt gute Produkte drin haben, in die man sich so verlieben kann. Und irgendwann kriegt man sie in der Box dann nochmal wieder. Mega. Dann habe ich auch mal meine Lippen maskiert. Und zwar mit der Shams Limited Edition Lip Volume Glossy Konzentrat. Ja, das waren halt diese Viecher. Und ich habe erst gedacht, ja, ganz ehrlich, soll das besser sein als irgendeine Lippenpflege? Ich glaube es ja kaum. Aber es war tatsächlich pflegender als gedacht. Es war so richtig ölig. Und immer wenn ich dann halt auch eine Tuchmaske drauf gemacht habe oder mir halt eine Creme-Maske, halt eine Maske nach dem Duschen drauf gemacht habe, habe ich mir das auf die Lippen gegeben. Und ich habe mir drauf geschrieben, pflegender als gedacht, ölig, gut, wirklich. Ich habe es wirklich drauf geschrieben.
Geil. Ja, hat dann für 7 Anwendungen gereicht. Ich mochte das gerne leiden und ja, danach musste man es halt runterwaschen, aber trotzdem hat die Pflegewirkung auch angehalten. Mochte ich gerne leiden. Ja, was ich gerne in einem großen Pöttchen hätte, wäre zum Beispiel das hier: Garnier Skin Active Moisture Bomb Eye Sheet Mask. Die waren gut, die waren wirklich gut. Hatte ich von Melly auch in dem Adventskalender drin. Die fand ich extrem angenehm. Die haben schön gepflegt, hatten eine gute Passform, haben gut gehalten und ja, so richtig die Augenpartie erfrischt und Fältchen so ein bisschen aufgepufft, ne? Das war dann halt wirklich nur für den Tag, aber trotzdem mochte ich. Also, ja, wenn man schön aussehen will und das dann einfach mal so für den Moment braucht, sind die klasse. Und da ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn die mal irgendwann auf die Idee käme, das in dem Pöttchen rauszubringen. Auch richtig gut fand ich die von How Cosmetics, die hatte ich in meiner Purish Pflege Dezember-Box drin. Und hier habe ich drauf geschrieben: Fleece saß bombenfest. Ganz dolle Pflege. Sofort Effekt. Bitte in groß. Ich setze mich dann abends hier immer hin, wenn ich irgendwas aufgebraucht habe. Hier habe ich auch ein Edding liegen und dann überlege ich mir, was ich da hinten drauf schreibe, und dann kommt das ja in meine Schublade rein. Traumhaft. Also habe ich 2 Stück von aufgebraucht. Richtig gutes Produkt. Ich mag ja enorm gerne dieses Pearl Shine Elixier von How Cosmetics. Das war ja das erste Produkt, was die rausgebracht haben und wo ich auch von Anfang an mit am Start sein durfte. Also vielen, vielen Dank. Und ja, diese Augenpatches haben die jetzt als Pflege auch nochmal jetzt dieses Jahr rausgebracht. Haben mir gut gefallen. Doch, kann ich empfehlen, wenn man die jetzt irgendwo mal hat, verwendet die auf jeden Fall. Und von Dalton habe ich ja auch nochmal Hydrogel-Eyepads, die ich gemacht habe. Auch hier würde ich mir wünschen, dass die tatsächlich dieses hier in groß, also in einem Pöttchen rausbringen. Das hat eine ganz andere Oberfläche, die ist nämlich so ein bisschen riffelig. Und die hier, die kannst du auch wirklich in einem Pöttchen rausbringen, eben weil das Hydrogel-Pads sind, ne? Das bleibt sehr, sehr gut unter den Augen kleben, mindert kleine Fältchen und ja, bitte im großen Pott, definitiv. Ja, Masken. Allerhand Masken. Oh mein Gott, ich weiß auch gar nicht, warum ich. Also, es ist halt Pflegezeit, ne? Ist klar, dass ich dann einfach mehr Pflege mache. Hier habe ich von Yolea bei Butni eine Glow-Tuchmaske mit Jasminextrakt drin gehabt. Die fand ich leider nicht so gut. Also, ja, das ist eine Glitzerbombe und die leider keinen Effekt auf der Haut macht. Das fand ich echt schade. Also, wer das mag, dass man halt Glitzerpartikel im Gesicht hat, go for it. Das ist Full-Face-Highlighter, wie ihr das euch wünschen würde, ne? Ich mag das leider nicht. Nein. Dann habe ich eine Afterwork 2-in-1 Reinigung und Maske gemacht. Also erst ein Peeling ist hier drin von I+M Berlin. Und danach haben wir eine Hydroboost Gel Maske. Ja, das ist halt vom Peeling her ein leicht mechanisches Peeling gewesen. War gut, ne? Also ich mag eigentlich keine mechanischen Peelings mehr, aber das war in Ordnung. Die Maske ist einfach nicht mein Ding. Das hat zu wenig Pflege gegeben und die war in der My Little Box mit drin. Ja, ne? Muss ich jetzt nicht haben. Dann habe ich hier eine Maske, die gut war, aber halt eine blöde Passform hatte. Quatsch. Aber jetzt, das ist die nächste. Okay, die hatte leider keinen Effekt. Genau. Die Tuchmaske It's Always Me, Teil mit Kurkuma-Extrakt und Hyaluron. Ja, wie gesagt, leider kein Effekt. Kurkuma, also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass es komisch riechen würde. Hier ist das mit der komischen Passform gewesen. Die Tuchmaske It's Always Me Time mit weißem Teeextrakt und Hyaluron. Also die scheinen auch irgendwie eine unterschiedliche Passform bei den unterschiedlichen Limited Edition Masken zu haben, ne? Und hier war das eine angenehme Feuchtigkeit drin, aber halt eine blöde Passform, weil es halt so dick war. Jo. Aber Feuchtigkeit hat es gespendet und jeder so, wie er meint. Dann habe ich hier die Glow Away Maske. Die müsste ich, glaube ich, von Marion bekommen haben. With Wild Rose Extract, also mit Rosenextrakt. Die war gut, aber auch hier doofe Passform. Ja. Dann habe ich hier von Sephora aus dem Adventskalender eine Kokosnussmaske gehabt. Die habe ich von der lieben Yvonne geschenkt gekriegt. Vielen, vielen Dank. Also nicht aus dem Adventskalender, sondern von der Yvonne. Ich glaube, dass die aber auch im Adventskalender mit drin war. Doch war die, ne? Oder waren das die Augenpatches? Schreibt mir das mal in die Kommentare, falls ihr das noch wisst. Die war sehr nass, die war sehr dünn und ja, dezenter Kokosduft, was für mich gut ist, weil ich eigentlich keinen Kokos mag. Deswegen fand ich die ganz gut. Die Maske habe ich, glaube ich, letztes Jahr von Marion, ja, von Marion bekommen. Und die habe ich jetzt dieses Jahr gemacht. Die war witzig und hat die Haut verfeinert und man sah aus wie ein Rentier. Ich bin mir sehr sicher, dass ich euch auf Instagram auch dazu irgendwie was in der Story gepostet habe, weil sowas möchte ich euch ja natürlich nicht verheimlichen, ne? Kommen wir zu einer weiteren Maske, die ich von der lieben Melli bekommen habe. Das ist eine Limited Edition von Balea gewesen, und zwar die Ruby Chocolate Maske. Die war sehr fluffig und reichhaltig. Das war eine Crememaske mit 2 Sachets. Eigentlich bin ich nicht so der Ultra-Fan von Crememasken. Die hat mir richtig gut gefallen. Und diese aufgeschlagene Konsistenz davon fand ich cool.
Dann habe ich hier eine Balea-Tuchmaske Tagträumer. Träum mal drüber nach. Die habe ich auch von Melli bekommen. Die fand ich angenehm, mochte ich gerne leiden. Den Duft fand ich interessant tatsächlich. Dann habe ich hier von Yolea bei Butni Augenpads wieder drin. Okay, mit Hyaluronsäure. Die waren von der Nika übrigens. Also Nikas Beauty-Kiste. Guten Morgen. Und die war schön groß. Also ich habe ja ein großes Gesicht, deswegen fand ich das schön, dass sie so groß war. Hat gut gehaftet. Schön groß, großes Gesicht bei Augenpads, Claudinchen. Hier, ne? Ach, guten Morgen. Okay. Und die waren feuchtigkeitsspendend. Ja, fand ich gut. Ich habe als nächstes hier von Eborian eine Korean Skin Therapy Bamboo Shot Mask drin gehabt. Die hatte ich, glaube ich, auch in meiner Purish Dezember Box mit drin, oder? Ja, weil die auch Eborian bei sich ja im Sortiment haben. Die war angenehm dünn, sie war nass, sie war beruhigend und habe ich nach meiner Gesichtsrasur verwendet. Und das fand ich gut, mochte ich gerne leiden. Und dann habe ich hier die Sheet Mask, ich glaube, die gibt es beim Action, mit Kaviar. Edel, edel, sprach der Wedel. Ne? Sehr dünn und Feuchtigkeit, von Marion habe ich die bekommen. Fand ich total toll. Ich mag das ja, wenn Tuchmasken auch wirklich so dünn sind, diese koreanischen Geschichten. Oh, ich liebe es einfach. Ich habe gehört, dass die jetzt aus dem Sortiment rausgenommen worden ist. Von, also ist ja auch eine Limited Edition gewesen, ne? Die Balea Tuchmaske Kaktus spendet intensive Feuchtigkeit. Und die habe ich von der lieben Melli bekommen. Auch die war dünn und nass. Also, ne, Balea hat mal solche und mal solche. Und die war jetzt toll. Die mochte ich gerne leiden. Ja, das hier, sowas ähnliches, hatte mein Freund auch schon mal leer gemacht. Das ist von Luvos Heilerde Relax Booster, zwei Phasenpflege. Einmal hast du eine Clean Maske und danach hast du diesen Relax Booster. Ich finde diesen Relax Booster immer so muffig, ne? Aber angenehm fand ich tatsächlich diese Maske. Hat mir gut gefallen und ja, diesen Booster mag ich persönlich ehrlich gesagt nicht ganz so gerne. Die hier habe ich mal von Nathalie Nord Beauty, habe ich hinten drauf geschrieben, super. Ja, in einem Tauschpaket drin gehabt von Hildegard Brauchmann. Ist das die Emusie-Maske, Regenerativmaske. Die fand ich toll, die hat mir richtig gut gefallen. War eine Crememaske in zwei Sachets, die Haut halt wirklich schön gepflegt hat und genährt hat. Mochte ich. Habe ich vor Weihnachten verwendet, hat Toppi-Haut gemacht. Da war ich sehr, sehr baff. Habe ich von Marion gekriegt. Das ist diese Disney-Princess-Geschichte Pocahontas. Die sollte das Gesicht so klären. Und das hat die volle Elle gemacht. Aber angenehm. Richtig angenehm. Ich habe noch die ein oder andere hier von diesen. Die gibt es bei Action, glaube ich, ne? Und die war jetzt mit Teebaumöl. Du hast es aber nicht so gerochen. Das hat nicht so gestunken. Richtig gut und verfeinernd. Aber doofe Form und dick. Ja, das ist immer das Problem. Die Augen habe ich ausgeschnitten. Ja, so ist das manchmal im Leben, ne? Dann nehme ich mir immer eine Schere und schneide hier so in der Gegend rum. Läuft. Dann habe ich auch eine geile Maske gemacht von Garnier Skin Active Moisture Bomb Sheet Mask. Das ist eine sehr, 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 sehr feuchtigkeitsspendende Maske. Die habe ich von Melli bekommen. Fand ich fantastisch. Die fand ich dünn und nass. Pflegend. Wow. Ja, die mochte ich echt gerne leiden. Auch wenn ich eigentlich nie so der Fan bin von Granatapfelprodukten in meinem Gesicht, ne? Die hier fand ich auch klasse. Die habe ich gestern Abend gemacht. Das ist eine Kollagenmaske von Etude House. Ich weiß nicht, wo es Etude House so zu kaufen gibt. Ich glaube bei YesStyle, ne? Auch die war dünn und nass und war top. Die habe ich von Marion. Die mochte ich gerne leiden. Und ja, hat meiner Haut gut getan. Und was wäre ein aufgebraucht Video ohne meine Lieblingsmaske? Mindestens einmal im Monat gönne ich mir die tatsächlich. Die habe ich mir auch kurz vor Weihnachten gegönnt. Und ja, das ist halt einfach diese Hydro-Lift-Face-Care-Biozellulose-Maske, die sich an deinem Gesicht festsaugt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Die ist ein bisschen teurer. Aber dafür ist die Wirkung davon umso intensiver und langanhaltender. Also ich schwärme euch immer wieder was davon vor, aber sie kostet einfach mal 12,50 Euro. Das ist nicht wenig und das gönnt man sich dann nicht mal eben so, ne? Sondern man spart es sich auf und hat dann einen besonderen Moment, wo man das halt für verwendet. Genau, allerhand Tuchmasken hier, ne? Oh wow. Also ich mache mich auch immer wieder an meine Pöttchenmasken dran, aber jetzt so gerade in der letzten Zeit habe ich ja auch viele Tuchmasken eben zugeschickt bekommen und wollte die auch direkt einmal ausprobieren. So, jetzt kommen wir zu dekorativer Kosmetik. So, ich habe letztens ein Video geguckt von dem lieben Maxine. Der hat nämlich auch ein aufgebraucht Video gedreht und da hat er uns nochmal alle daran erinnert, dass wir ab und an mal unsere Schwämmchen austauschen sollten. Ich nehme, nachdem ich mich geschminkt habe, immer mein Make-up-Schwämmchen, wasche das unter dem Wasserhahn halt aus, zusammen mit Seife oder halt was auch immer ich so da habe, ne? Und dann kommt das in die Waschmaschine und so hält das echt deutlich länger als
wenn ich das halt immer nur so per Hand machen würde, weil ich denke immer, dass in der Waschmaschine, also es kommt dann in so ein Wäschenetz halt rein, zusammen mit meinen wiederverwendbaren Abschminkpads und so, und ich habe das Gefühl, dass die dann auch dadurch wirklich länger verwendbar sind. Dennoch habe ich jetzt 4 Schwämmchen aussortiert und leider sind auch die von Maxim mit dabei, aber Leute, wie lange ist es her, dass Maxim diese Kooperation mit Lovia hatte, wo die die Schwämmchen rausgebracht haben? Ich weiß es nicht. Und ja, hier habe ich auf jeden Fall einmal eins. Ich habe auch noch ein weiteres bei mir. Na, jetzt habe ich hier noch ein Haar im Mund. Was ist das denn hier? Man weiß es nicht. Ein weiteres, was ich tatsächlich noch in meiner Schwämmchen-Schublade drin habe, das sieht einfach so anders aus, ne? Genau, also die beiden sind jetzt aussortiert. Die Kanten sind auch schon rund und alles, also... Ich will nicht wissen, wie die von innen aussehen. Die sind jetzt aussortiert. Meine dekorative Kosmetik, die ich aufgebraucht habe, wird übrigens ja gesammelt übers Jahr. Und jetzt ist ja Dezember. Das heißt, ich werde euch dann demnächst auch mal ein Video abdrehen, wo ich meine gesamte aufgebrauchte Kosmetik zeige. Die hier finde ich auch ganz, ganz toll von Real Techniques. Da habe ich jetzt einfach 2 unterschiedliche Farben. Ich glaube, der Orangene ist ein bisschen weicher als der Blaue, ne? Ja, sehen jetzt aber auch nicht mehr so ganz so fein aus und dürfen jetzt auch einfach mal die Sammlung verlassen. Und seitdem ich mal gesehen habe, dass Real Techniques sowas irgendwie als Herz zusammen gemacht hat, will ich immer, dass es aussieht wie ein Herz. Aber es sieht nicht aus wie ein Herz, ne? Nee. Dann habe ich hier, auch das gehört für mich zu dekorativer Kosmetik, von The Sign Tribe Remove and Chill Reusable Nail Polish Remover Pads. Die habe ich in dem Sinne ja nicht aufgebraucht, sondern einfach nur hier rausgenommen. Ich verwende sie halt immer, um meinen Nagellack abzumachen. Und wasche sie dann einfach unter fließendem Wasser aus. Und ja, dann kommen sie halt in die Waschmaschine und fertig ist die Laube. Sehr, sehr geil. Also das hat mich jetzt auch erlöst, sage ich mal, sodass ich einfach keine Wattepads mehr kaufen muss, weil das hier kann ich auch für meine Füße verwenden. Ne? Mega geil. So, und jetzt habe ich hier noch allerhand dekorative Kosmetik in einem Pöttchen. Ich beginne mit Jordan Samuel Skin Hydrate the Mist. Das ist ja eigentlich so eine Art Hydrating Mist, also Gesichtsspray gewesen, was ich umfunktioniert habe für die Make-up-Fixierung oder nachdem ich jetzt, es ist super trockene Luft jetzt gerade auch bei uns, ne? Und ich bin ja nicht nur jetzt eine Trockenpflaume, sondern halt auch im Sommer, ne? Und ja, für mich ist sowas einfach Gold wert, wenn ich meine cremigen Texturen aufgetragen habe, dann einmal mit so einem Hydrating Mist oder sonst irgendwas drüber gehen. Aktuell habe ich auch das von Glossybox einfach in Anwendung, ne? Dieses Hydration Mist, da habe ich auch schon, na, gut was von aufgebraucht. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ja. Und dafür habe ich das auch verwendet. Einfach dann übers Gesicht, dann mit dem Schwämmchen nochmal eintapern und dann gehe ich mit Puder und so drüber. Aber das verlängert die Haltbarkeit von meinem Make-up und macht das Ganze irgendwie schöner. Also mir gefällt es einfach und deswegen ist es für mich so ein Zwischenschritt, den ich mir und meinem Make-up einfach gönne. Dann habe ich einen Augenbrauenstift von Fenty Beauty aufgebraucht. Brow MVP. Ja, ich weiß gar nicht, welche Farbe das ist. Muss ich mal gucken. Irgendwie mittelbraun oder sowas. Fand ich gut, ne? Hat mir gut gefallen. Das, was ich nicht so gerne mochte, doch, das fand ich gut. Also das, die feine Mine mochte ich gerne leiden. Das hier, das war nicht ganz so meine Welt. Also ich komme mit solchen Augenbrauenbürstchen nicht so ganz klar. Ich brauche halt eigentlich einen Spoolie. Aber na, ist aufgebraucht. Fand ich gut. Kann ich empfehlen, ne? Aber in der Theorie brauchst du nicht so einen teuren Augenbrauenstift. Das tut auch der günstige aus der Drogerie. Dann habe ich hier so ein Augenbrauenserum leer gemacht. Ich habe ja normalerweise das von Grande Brow, also das Grande Brow von Grande Cosmetics, was ich von Purish mal zugeschickt bekommen habe und mir seitdem immer wieder nachkaufe, genauso wie auch das Grande Lash, Claudies Welt 15, ne? Sofern das irgendwann mal wieder verfügbar sein sollte. Leute, sobald es wieder verfügbar ist, verkauft ihr das immer, kauft ihr das immer so, so schnell aus. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Auf jeden Fall, ja, habe ich einfach mal ein alternatives ausprobiert, weil es auch im Adventskalender mal drin war, von The Heroine Company. Die habe ich aufgeschrieben, zu schnell leer, nicht gut, Augenbrauen vermehrt ausfallen, ausgefallen, genau. Ja, das Boy Brow Serum ist es übrigens. Also ich persönlich bin dann super schnell wieder zu meinem Grande Brow gegangen und freue mich auch, das Grande Brow weiter zu verwenden, weil das hier war nichts für mich. Nee. Eine Mascara, die ich aufgebraucht habe, die ihr... Eieiei, habt ihr da oft nachgefragt? Ja, ich habe krasse Wimpern, ne? Das ist halt durch das Wimpernserum gekommen. Aber Mascara macht auch immer sehr, sehr viel aus. Und die hier war einfach der Hammer. Gibt es ja auch im Standardsortiment. Das ist von Catrice, die Glam & Doyle False Lashes Mascara. Hier ist es aus der Disney Princesses Collection mit Belle. Und ja, die hat so ein Gummibürstchen, was ich gerne leiden mochte. So ein bisschen geschwungen. Ach, kennt ihr ja auch, ne? Ganz klassisch. Geile Mascara, macht schöne Wimpern, trennt die Wimpern, macht auch Länge und Fülle rein. Also ich mochte die gerne, gerne leiden. Und 4 Euro, 5 Euro, gönnt euch hart. Also wirklich eine geile Mascara.
Dann habe ich einen Eyeliner, den ich nicht wirklich aufgebraucht habe, sondern, ja, wie soll ich das sagen? Der ist mir mal irgendwann hinter den Schrank gefallen und dann ist er, als ich ihn wiedergefunden habe, nicht mehr so sehr zu gebrauchen gewesen, weil er dann nur noch ausgelaufen ist. Der hat hier hinten nämlich so eine Filzstiftspitze, die ich dann ja auch irgendwann zu Ende aufgebraucht habe. Fand ich damals eh. Ja, jetzt habe ich mich, siehst du, das meinte ich nämlich, ist ausgelaufen. Herzlichen Glückwunsch, jetzt habe ich mich auch noch angemalt. Oh Mann, jetzt habe ich mir ordentlich einen Dip. Und habe ich hier irgendwo irgendein Tuch, irgendwas. Mist. Ja, fand ich, als ich den angefangen habe zu benutzen, total toll, weil der auch schön sich hat auftragen lassen, hat einen schönen Wing gezaubert und alles, also wirklich empfehlenswert. Aber was ich bei diesem Produkt halt richtig blöd finde, ist, dass ich auf der anderen Seite einen Kajal habe, den ich im Leben nicht verwende. Und so ein Kajal, der braucht sich nicht so schnell auf, wie halt ein, der hier, ne? Und also ein Filz-Eyeliner, also irgendwie total murkses Produkt meiner Meinung nach. Für mich ist er jetzt aufgebraucht, weil das, was ich verwenden konnte, habe ich verwendet, bis es halt leer war. Ja, würde ich aber nicht nachkaufen, ne? Nee. Ich dachte gerade, ich hätte auch die Tarte Is Mascara aktuell in Anwendung, aber das ist die Maneater von Tarte. Die habe ich auch gerade auf den Wimpern. Aber weil ich halt so verschnupft bin, sieht das fast nichts mehr auf meinen Augen hier. Okay. Concealer, L'Oreal, Perfect Match, Augenpflege-Concealer, habe ich in der Farbe 1-2.R/1-2.C, Rose Porcelain. Den mochte ich gerne leiden, der war nämlich super leicht, der war nicht so dick und so bam, dass du halt irgendwie das Gefühl hast, du hast was unter den Augen. Das war halt eher wie eine Augenpflege mit einer leicht korrigierenden Wirkung. Mochte ich richtig gerne leiden. Also das ist auch etwas, wo ich dieses Jahr viel zu gegriffen habe zu solchen Arten von Concealern. War voll mein Ding. Es tut mir voll leid, dass ich hier sitze und mir immer mal wieder die Nase hochziehe. Ne? Das ist mir auch ein bisschen unangenehm. Es wird es. Von Minar habe ich hier den Eyeliner 575, The Color Pen Eyeliner. Das ist ein Filz-Eyeliner und im Braun. Den mochte ich gerne, wenn ich halt so leichtere Looks getragen habe. Nicht irgendwie bunt wie jetzt. Jetzt trage ich gerade die Hatice Schmidt Day Palette. Ja, die Day Palette. Und habe hier Mondays drauf. Da passt für mich halt zu so einem rauchigen Look halt eher so ein schwarzer Eyeliner. Aber wenn ich jetzt so einen bräunlich-gelben Look habe, wie zum Beispiel mit der Belle Palette aus der Disney Collection, ne, dann gerne so einen braunen Eyeliner. Mega geiles Produkt, den mochte ich gerne leiden und kann ich auch sehr ans Herz legen und empfehlen. War nur ein bisschen schnell leer, muss ich gestehen. Dann habe ich hier, ich kriege da nichts mehr ordentlich auf meinen Finger von raus, deswegen ist es für mich leider aufgebraucht. Das ist total schade, aber ich kann das nicht weiter verwenden, weil dieses Produkt ist jetzt mittlerweile so klebrig, dass wenn ich das als Topcoat verwende, dass ich immer wieder dann Lücken dazwischen habe. Und am Ende sieht das so furchtbar aus, ist von Essie. Haben sie nicht gut gemacht. G-Setter Topcoat Überlack. Und da gibt es von Essie auch noch diesen Platinum irgendwas. Der ist besser. Der ist flüssiger und der hält euch auch viel, 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 viel länger als dieses Produkt. Fand ich sehr schade, ne, dass ich den jetzt aussortieren musste, beziehungsweise als aufgebraucht für mich nehme, weil da ist einfach noch die Hälfte drin. Was ist das denn, ne? Total schade. Total schade. Dann habe ich hier eine Seife aktuell in Anwendung. Zu klein für Pinsel und Stinky habe ich aufgeschrieben. L'Occitane Savon Extra Doux. Ja. Eine mit Shea-Butter-Seife. Ist halt so eine Stückseife, die habe ich bei mir halt am Waschtisch liegen. Eigentlich zum Händewaschen, aber ich wasche damit auch meine Pinsel. Und ja, da ist es halt ein bisschen klein für, lege ich mir dann einfach in die Hand und kann damit dann halt meine Pinsel waschen. Ist halt dann nur ein bisschen aufwendiger, ne? Ja, ganz schön viel. Von Kiko habe ich die Pure Clean Wipes aufgebraucht. Die verwende ich aber nicht dafür, um sie für mein Gesicht zum Abschminken zu nehmen. Nur wenn ich halt vielleicht mal einen Lippenstiftwechsel habe oder so. Okay, aber an und für sich verwende ich sowas, um Swatches zu entfernen. Und ich kaufe mir sowas nicht. Wenn ich das in Boxen habe oder in Adventskalendern, dann wird es halt verwendet. Ne? Aber ich kaufe mir das nicht aktiv. So, dann habe ich hier noch ein Parfum leer gemacht, aber das habe ich eigentlich mehr als, ja, in, wenn ich Verlosungspakete gepackt habe, habe ich das halt reingesprüht, ne, dass man da so einen schönen Duft drin hatte. Von Birkholz ist das Perfume Menu, nein, ein Parfüm halt. Das riecht halt nach frisch gewaschener Wäsche, so ein ganz angenehmer Duft ist das gewesen. Und wie gesagt, der kam dann halt in die Verlosungsbox mit rein, so als kleiner Begleitduft quasi. Dann habe ich hier noch ein Nagelöl leer gemacht und zwar das Emasa Magic Finish mit 5 essentiellen Ölen. Das fand ich gut.
habe ich abends verwendet für meine Fußnägel. Also immer, wenn ich ins Bett gehe, mache ich mir erst Nagelöl drauf und dann kommt die Decke über mich drüber. Dann kriegt Sammy Leckerli und dann wird irgendwann Licht ausgemacht. Ne? Das mochte ich gerne leiden. Kann ich euch empfehlen? Mochte ich. Und dann habe ich noch als dekorative Kosmetik einen Blush aufgebraucht. Und zwar einen Blush-Stick, da war aber nicht viel drin. Milk Makeup in der Farbe Work ist das, der Lip and Cheek irgendwas. Ja, also, ja, wie sieht der jetzt aus? Ich bin halt mit dem Pinsel noch ein bisschen durchgegangen, aber das, was da jetzt drin ist, das will ich jetzt einfach nicht mehr rauskratzen. Habe ich mir gerne aufgetragen, nachdem ich meine Foundation drauf gemacht habe. Darüber dann aber nochmal ein Puderblush quasi, um das Ganze zu intensivieren. Und sowas ist halt für mich persönlich dafür da, dass es einfach die Haltbarkeit des Blushes an und für sich erhöht und halt so einen Blush-Effekt im natürlichen Sinne nochmal irgendwie von innen drin gibt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber hiermit habe ich angefangen, halt diese Blush-Cream oder Cream-Blushes zu verwenden und das hat mir sehr gut gefallen. Kann ich euch sehr empfehlen. So, weiter geht's im Text mit einem Fußpeeling, denn ich bin jetzt beim Thema Körper sauber machen oder Körperreinigung. Food Lab Co., das hatten wir in der Box mal mit drin, Instant Food Peeling. Das ist total merkwürdig, das ist wie so ein, oder soll sein, wie so ein chemisches Peeling für die Füße oder so. Ich habe mir hinten drauf geschrieben, nö, nichts gemerkt. Habe ich auch nicht. Nix, gar nichts. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Hat gar keinen Effekt gegeben. Deo habe ich leer gemacht und zwar das Dove Powered by Plants Deo ja, mit Eukalyptus. Das mochte ich eigentlich ganz gerne leiden. Hat okay lange gehalten, also auch von der Wirkung her unter den Achseln. Ne? Jo, ne? Das Einzige, was hier nicht so ganz so geil war, war der Zerstäuber. Ich weiß nicht, ob man da noch was von sieht. Ja, der hat, sieht man nicht mehr so gut. Ne? Der hat nicht so, der hat keinen richtigen schönen Nebel gemacht. Das war so ein merkwürdiger Zerstäuber irgendwie. Keine Ahnung. Das war mir irgendwie, weiß ich nicht. Also das würde ich jetzt nicht nachkaufen. Da hat da auf andere Deos, die halt so richtig machen. Das ist, ich glaube, ich habe das als das spuckende Deo bezeichnet. Egal. Und dann habe ich hier Be Good, natürlicher, erfrischender Deo Roll-On. Den habe ich mal von Alina bekommen. Gut, aber mit der Zeit I. Ja, weil das halt irgendwann spackig geworden ist, finde ich persönlich. Ne? Also hier oben drin hat man halt ganz schön viele Flusen dann irgendwann drin gehabt. Und auch das Produkt an sich. Bei Deo Rollern bin ich halt immer so ein bisschen, weil das Ding, das rollt sich ja. Und wenn ich das unter der Achsel rolle und das verwende, wenn ich schwitze oder so, deswegen I. Da nehme ich lieber einen Deo-Stick, weil da nehme ich ja die Oberfläche quasi runter und dann kommt das ja auf meinen Körper. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, Deo-Roller und ich sind nicht die allerbesten Freunde, verwende ich aber gerne abends, nachdem ich mir zum Beispiel die Achseln rasiert habe, weil ich möchte nicht, dass ich rumlaufe wie so ein, ne? Als hätte ich Rasierklingen unter den Armen. Also da funktioniert es eigentlich ganz gut. Dann hatten wir von meinen Mädels aus der Clique ein Zuckerpuppen-Adventskalender und da hatte ich von einer der Zuckerpuppen Litamin Wellness and Care Pina Colada, so eine Dusche mit drin gehabt, die fand ich ganz schön. War halt irgendwie so ein kleiner Pina Colada Ananas-Moment mitten im Winter. Fand ich witzig. Hatte halt auch gereinigt. Das hier fand ich auch gut, hat gereinigt, aber irgendwann ist mir der Duft hart auf die Nüsse gegangen. Lavish Care, Banana Shower Kehl, 300 ml sind hier drin. Banana, ich liebe Banana, wirklich, ne? Nervt aber mit der Zeit etwas da sehr intensiv. Ja, ne, definitiv. Und immer wenn ich das verwendet habe, hat mein Freund mich dann auch gefragt, ne, hast du mal wieder das Bananenduschgel verwendet? Ja. Riecht man halt im ganzen Badezimmer dann, ne? Ein Handpeeling habe ich leer gemacht. Das war eine Einmalanwendung von Balea mit Wildrosenöl und so. Sowas verwende ich ganz gerne, fand ich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich auch von Melli gehabt. Ja. Ne? Wenn ich zum Beispiel meine Fingernägel ablackiert habe und dann einfach meinen Nägeln und meinen Händen was Gutes tun möchte, verwende ich ein Handpeeling. Habe ich aber aktuell eigentlich auch nur als Tube bei mir im Badezimmer stehen. Oder wenn ich zum Beispiel, jetzt sieht man das gar nicht so, ich habe gestern nämlich einen Selbstbräuner ausgetestet auf meinen Beinen und danach halt meine Hände gewaschen, aber normalerweise verwende ich danach nochmal ein Handpeeling. Habe ich gestern gar nicht gemacht. Sieht man das? Ein bisschen, ne? Ein bisschen sieht man das. Egal. Auf jeden Fall, ja, fand ich es gut. Ja. Yoik Organic Intense Exfoliation Coffee and Sugar Scrub. Ich liebe Kaffee, ich mag Zuckerpeelings. Geiler Duft, Pflege wegen Ölfilm und Zucker hast du auch noch mit dabei gehabt. Also war halt ein Körperpeeling und deswegen darf das auch gerne mechanisches Peeling sein. Hier kommt so ein bisschen die Hausfrau in mir durch, weil danach die Dusche zu putzen ist natürlich nicht so geil. Aber trotzdem, geiles Produkt, geiler Duft. Mochte ich gerne leiden, ne? Aber ich verwende sowas halt immer abends. Morgens ist es, glaube ich, noch ein bisschen geiler, wenn du halt diesen Kaffeeduft hast.
Dann habe ich hier noch Rituals, The Ritual of Happy Buddha leer gemacht. Das hatte ich auch mal irgendwo mit dabei gehabt. Das ist auch ein Body Scrub gewesen, eine Einmalanwendung. Das mochte ich wirklich gerne leiden. Ich finde normalerweise die Rituals Scrubs gar nicht so geil, aber das hier war richtig, richtig gut. Ja, aber Happy Buddha gibt's glaube ich nicht mehr. Oder doch, Happy Buddha gibt's. Oder? Schreibt mir das mal gerne. Gibt's das noch? Ich glaube schon, oder? Bin mir gerade unschlüssig. Etwas, was ich immer wieder geil finde und was auch in meinen Jahresfavoriten reinkommen wird, ist das hier, ne? Knallt, Cremeöl-Peeling, geiles Zeug. Mega Sauerei, auch da Dusche sauber machen wegen dem Öl, kacke. Aber trotzdem ist das schön. Mag ich. Finde ich noch besser in dem Pöttchen. Das habe ich jetzt hier in so einem Sachet drin gehabt. Finde ich aber extrem gut. Dann habe ich hier noch etwas von Bahia. Das war ganz furchtbar zum sauber machen, Leute. Aber es war gut auf dem Körper. Ist auch wieder mit Kaffee gewesen, mit Kokosnuss und so weiter. Wie ein Kaffeefilter auskippen, habe ich hier drauf geschrieben. Ja, so hat man sich gefühlt, als hätte man sich einen Kaffeefilter auf den Körper gekippt, denn es war halt auch relativ trocken. Aber toll und sehr pflegend, tatsächlich. Tatsächlich pflegend, Leute. Es ist so geil, wenn ich mich manchmal über mich selber lustig mache, oder? Ja, vor allem hier, da, über, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Körper ist sauber, dann können wir den ja gleich mal wieder eincremen, ne? Fangen wir da mal bei den Händen an. Da habe ich hier eine Handcreme von Douglas Naturals leer gemacht mit Arganöl. Das ist ein Stinker gewesen, habe ich mir hinten drauf geschrieben. Mochte ich gar nicht leiden, hat eine gute Pflege gehabt, aber war halt stinkend. Und stinkende Handcremes mag ich nicht und weil das so gestunken hat, habe ich mir danach die von L'Occitane genommen. Das ist die Fleur de Cerisier, also Kirschblüte, weil mein Adventskalender ist so ein kleines Produktchen gewesen. Die fand ich richtig gut. Die hat mir richtig gut gefallen, hat eine schöne Pflege gehabt und einen tollen Duft und das kann ich immer gut leiden. Die Füße wurden auch eingecremt, da habe ich von Jean und Len die Fußcreme aus dem Adventskalender verwendet. Intensive Pflege für trockene Haut ohne Gedöns und vegan. Hübsches Produkt, aber auch wirklich pflegendes Produkt. Hat nicht nach Fußcreme gerochen. Die ist wirklich empfehlenswert. Mir ist nur hier irgendwann die Kappe abgebrochen, weil ich manchmal zu doof bin, um Truhen zu öffnen, ne? Das ist echt bekloppt gewesen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe das irgendwie umgeklappt und wollte noch irgendwas anderes halten. Und dann habe ich das zu weit umgeklappt und hat es knack gemacht. Reden wir nicht drüber. Was weiteres für die Füße habe ich gemacht, und zwar dieses Fußpeeling und Fußmaske von Balea Scrub and Care mit pflegender Shea Butter und Kokosduft. Da habe ich auch von der lieben Melli im Adventskalender drin gehabt. Fand ich umständlich, weil du ja zwei verschiedene Produkte hattest, die du dann angewendet hast. Ne? Egal, es war trotzdem irgendwie richtig cool. Die Fußmaske hat man dann auch ein bisschen länger einwirken lassen. Ich habe mir dann so Baumwollsocken angezogen, bin damit durch die Gegend gelaufen und das war echt pflegend. Fand ich gut. Würde ich mir aber so tatsächlich selber nicht kaufen, aber man freut sich, wenn man sowas halt irgendwo mit drin hat, ne? Noch eine Fußmaske habe ich gemacht, das ist die von Barfuß gewesen. Intensiv pflegende Sockenmaske. Sowas finde ich immer extrem witzig und die war richtig gut. Ja, die hat langfristig gepflegt, die hat die Füße echt schön gemacht und im Winter bringt das einem nicht so viel. Im Sommer sieht man da ein bisschen mehr von, aber ich mochte die gerne leiden. Jo. Muss halt auch nur ein bisschen länger mit durch die Gegend rennen und dir am besten nochmal so dicke Socken drüber ziehen, damit du dich nicht auf die Klappe legst, weil wenn man in diesen Socken drin ist, dann fühlt man sich so wie auf Eiern immer, ne? Meinen Körper pflege ich immer so ein bisschen in Partien. Also ich fange dann immer an bei den Füßen. Dann gebe ich mir ein Öl oder sowas an die Oberschenkel, also wirklich an die Außenseiten und die Innenseiten komplett, weil ich habe in den Innenseiten meine Dehnungsfugen, eben weil ich damals so schnell gewachsen bin. Und außen, irgendwann fängt die Zellulite an, ist normal. Dann gebe ich mir ein separates Öl auch noch auf meine Mumu, weil das habe ich einfach dieses Jahr bemerkt. Das braucht eine gewisse Extrapflege und das funktioniert voll gut. Und dann gebe ich mir was auf die Hupis, weil es kann auch nicht schaden, wenn die mal hübsch aussehen, wenn nicht. Und darüber gebe ich mir dann später irgendwann eine komplette Körpercreme. Deswegen habe ich hier auch verschiedene Partien, die ich euch auch zeige oder Produkte, die ich für verschiedene Partien verwendet habe. Wir fangen einfach an mit den Oberschenkeln. Da habe ich verwendet das Hautpflegeöl, Körper- und Gesichtspflege mit Granatapfel und Mandel von Panacea Bio Kosmetik. Da kam nur super wenig raus, das war ein bisschen nervig, hat aber richtig gut gepflegt. Also das hat meiner Haut gut gefallen, das war ein tolles Öl, was da auch eine gute Pflege gegeben hat. Also ja, stinkt halt auch ein bisschen, ne? Aber da kann man auch nichts gegen machen. Mochte ich gerne leiden. Also gut. Dann hatte ich in dem Jungglück Adventskalender das Hagebuttenkernöl. Oh Gott, ja. Kann ich, also hier steht zwar Gesichtspflege drauf, aber sowas könnte ich im Leben nicht im Gesicht verwenden. Gibt es ja auch von Pai sowas, ne? Das habe ich für die Beine genommen, da war es gut. Da war es weit genug weg von meiner Nase. Aber das stinkt doch wie Sau, ne? Aber egal. War halt, ja,
gut, hat gut funktioniert, war sehr reichhaltig in Pflegen und hat die Oberschenkel geschmeidig gemacht und sie aussehen lassen, als wären sie jung und ich mochte es leiden. Dann habe ich hier zwei Schätzeleins. Ihr habt den dritten aus diesem Trio tatsächlich auch schon gesehen in meinem Aussortiert-Video wahrscheinlich. Oder es kommt noch? Ich weiß es noch nicht. Nein, das kommt hier nach. Oh, genau. Da habe ich nämlich einmal das Öl, also Face Serum Bell mit Rosenwasser und Pocahontas mit Sonnenblumenextrakt leer gemacht. Konnte ich im Gesicht nicht verwenden, das fand mein Gesicht einfach zu wenig, auch wenn da glaube ich Niacinamide oder sowas drin sein sollen. Das war für mein Gesicht einfach zu wenig, ne? Also da brauche ich einfach mehr Liebe. Und ja, das ist ganz hübsch in dieser Pipettenform und sieht ganz hübsch aus und ist alles nice, aber... Was soll ich sagen? Also das mit Rose, das war noch ganz, ganz toll vom Duft her. Dann hatte ich das mit Hibiskus verwendet. Das hat gestunken wie, als hätte ich mir gerade irgendwelche Zwiebeln mit Händen aufgeschnitten. Und das musste ich dann leider aussortieren. Und dann habe ich hier noch das Pocahontas. Das hat auch ein bisschen zwiebelig gerochen, aber es ging noch gerade so, ne? Also würde ich jetzt nicht unbedingt fürs Gesicht empfehlen, weil da hat es bei mir nicht funktioniert. Bei den Beinen, ja, okay. Aber dafür, keine Ahnung, kann man sich auch für von Freiöl oder so einfach was holen, ne? Ja, dann habe ich hier noch ein bisschen was für meine Mumu leer gemacht. Das hier war quasi, das war nicht das erste. Das hier hatte ich auch irgendwo mal in einer Box oder so mit drin. Ist aber auch so eine ähnliche Marke. Ich hatte ganz ursprünglich nämlich in meinem Influencer-Markentest-Video, kann ich euch hier oben auch mal verlinken, auch so ein Intimöl nämlich mit bei gehabt. Und da fing meine Liebe nämlich dazu an, dass ich einfach gemerkt habe, hey, ich habe da viel weniger Rasierpickel, ich habe da viel weniger Probleme mit eingewachsenen Härchen oder sonst irgendwas. Ist alles so viel einfacher und ich kann mich viel häufiger rasieren, dass ich mir die halt immer wieder nachgekauft habe, beziehungsweise nicht nachgekauft, sondern ähnliche Intimöle dann nachgekauft habe oder aus meiner Sammlung was genommen habe ohne Parfümstoffe, was halt dafür geeignet sein könnte, ne? Genau, da habe ich jetzt nämlich von Yorkaya was drin gehabt in der Box, das Intimate Oil. Und das fand ich auch wirklich gut. Das hat auch lange gehalten, hat echt mir sehr gut gefallen und schönes Hautgefühl hinterlassen. Und das kann ich einfach empfehlen. Man kann aber genauso gut, weil das ist ja glaube ich auch recht teuer, irgendein Gesichtsöl nehmen, wie schon gesagt, was halt irgendwie ohne Parfümstoffe ist, weil da unten willst du ja keine Parfümstoffe haben. Ich weiß nicht, ob hier Parfümstoffe drin sind. Ich glaube ein bisschen, aber es war jetzt nicht, dass es reizend war. Das habe ich nämlich dafür jetzt umfunktioniert. Von My Little Beauty war das in der My Little Box mal drin, die Pretty Drops. Fand ich einfach witzig, von der Idee her alles unten hübsch zu machen. Das war halt okay mit Iris, Zink und Vitamin A. Zink ist auch immer eine ganz gute Geschichte, dass wenn du halt irgendwo dich mal geschnitten hast oder wenn du halt eine Wunde hast oder was auch immer, das heilt dann einfach besser ab. Und deswegen habe ich mir gedacht, macht das da einfach Sinn. Und deswegen habe ich das da verwendet. Hat mir einfach gefallen. Jo. Zack. Dann habe ich ein Serum für meine Hubis verwendet, weil wie gesagt, da verwende ich auch ein separates Serum. Und da nehme ich gerne irgendwelche straffenden Geschichten, die in meinem Gesicht halt nicht ganz so gut ankommen. Das war halt dieses hier von Rituals. Natural Booster Hyaluronsäure Skin Hydrator. Top für Hubis und fürs Gesicht war es leider zu klebrig, habe ich mir aufgeschrieben. Jo, ne? Hat schön gemacht. So, ne? Kann ich jetzt kein Vorher-Nachher zeigen, aber ich muss schon sagen, es gefällt mir, dass ich da halt seit Anfang dieses Jahres meine Routine ein bisschen umgestellt habe. Selbstverständlich habe ich meinen Körper auch ordentlich eingecremt und da habe ich ziemlich viele Produkte verwendet, denn ich habe sehr viele kleine Produkte verwendet, um einfach so ein bisschen mich auch durchzutesten. Da habe ich einmal von Styx ein Produkt mit Hanf, da war der Duft echt gewöhnungsbedürftig. Ich dachte erst, ich weiß nicht, ob ihr die auch noch kennt, diese Kartoffelcreme von Styx, die fand ich so toll vom Duft, das hat leider nicht so gerochen. Genau, Duft nicht so wie von Styx erwartet, aber pflegende Butter, genau. Jo, war halt eine pflegende Körperbutter, ne? Ja, fand ich schön. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hier mit drin war. Ich glaube, boah, das hat echt so orientalisch gerochen. In dem Adventskalender oder so. Weiß ich jetzt gerade aus dem Stegreif nicht. Ja, war auf jeden Fall eine coole Nummer. Auch aus dem Adventskalender habe ich dieses Produkt von L'Occitane. Du kriegst einfach hier den Rest vom Schützenfest nicht raus. Und so gut, als dass ich das halt hier unten aufschneiden, rauskratzen wollen würde, fand ich es jetzt auch nicht. Ich fand es gut, aber wie gesagt... Da bleibt die Hälfte drin stecken, weil die Verpackung zu hart ist, ne? Genau, das steht auch hinten drauf. Ja, also, ne? Ich habe es auch über Kopf gestellt und alles, aber du kriegst halt den Rest vom Schützenfest nicht raus. Es hängt auch nur hier an der Seite dran, aber egal. Dann habe ich hier noch etwas von Alverde leer gemacht, die Körperlotion Bio Rose, die war okay, ne? Das war auch im Adventskalender. War jetzt nicht so ein umwerfender Duft, war nicht nur umwerfende Pflege, war okay. War halt eine Lotion und kein...
keine Creme, die reichhaltig wäre. Das hier fand ich richtig geil. Das habe ich Weihnachten auch verwendet. Thierry Mugler Alien. Das ist einfach eine Körpermilch und die fand ich richtig geil. Ich mag den Duft ja richtig gerne. Und ja, ne, die hat auch sogar ein bisschen gepflegt. Kann man ihr nicht vorwerfen, sie hätte nicht gepflegt. Die fand ich richtig gut. Und zwar so gut, dass ich sie aufgeschnitten habe. Von Yves Rocher, die Carité Extraordinaire Body Lotion Repair. Mega geil. Also die war richtig geil pflegend und reichhaltig. Und boah, mochte ich. Die von Caudalie fand ich nur okay. Das ist eine Nourishing Body Lotion, die ich gar nicht so reichhaltig fand, wie halt draufsteht. Ne? War okay. Würde ich jetzt aber so nicht nachkaufen. Von Bahia, die war richtig gut, von Bahia. Festine Royal Creme Corp, also eine Body Cream mit Caramelized Honey. sehr reichhaltig und mega schöner Duft und voll die Weihnachtsgeschichte, hat mir richtig gut gefallen. Mag ich, doch. Hä, ich habe jetzt schon zwei Bahia-Produkte hier gezeigt, ne? Voll krass. Dann habe ich von Douglas Home Spa ein Produkt verwendet. Leilani Bliss Enjoy the Tropical Island Feeling. Oh ja, der Duft war gut, das Produkt war gut, hat mir gut gefallen. Duft nom, zieht top ein und pflegt. Ja, das mochte ich gerne leiden. Kann ich mir sogar vorstellen, dann irgendwann mal, wenn es diese 3 für 2 oder so Aktionen gibt, nachzukaufen. Wenn irgendwann mal mein Vorrat aufgebraucht ist, ne? Jo, dann habe ich hier noch so dies, das Ananas und da habe ich, zum einen eine Seife leer gemacht, die habe ich von der lieben Nicole Nina Wien im Sommer mal geschickt bekommen. Da hat sie mir so ein kleines Paket fertig gemacht, was nur für mich war und wo halt so ein bisschen Liebe drin war, als es mir nicht so ganz so gut ging. Und ja, da habe ich die Seife verwendet und jeder, der bei uns auf der Toilette war und die Seife verwendet hat, hat sich darüber mega gefreut und gesagt, wie cool das aussieht. Geile Verpackung, definitiv, und ist jetzt aber leider leer. Und dann habe ich hier so ein Kissenspray leer gemacht von Jean and Len. Sleep, das mochte ich nicht so gerne vom Duft her. Lavendel, Orange, also den Duft fand ich ehrlich gesagt sogar furchtbar. Und ja, bin froh, dass es leer ist, weil es war irgendwie nicht so meins. Nein, also, nee. Ja, ich mag ja eigentlich auch nicht so gerne zitrische Düfte und das war halt so, nee. Etwas, was man nicht unbedingt gerne auf dem Bett hat, ne? Das haben wir halt immer wieder von Airwick, ätherische Öle, Zimtzauber und Bratapfel, ne? Ist jetzt die aktuelle Version, die wir verwenden. Die ist ganz gut, also da haben wir tatsächlich jetzt auch gerade den zweiten, weil das im Zweierpack kam, bei uns im Sprayer drin, steht bei uns im Badezimmer. Finde ich immer ganz nett. Jetzt gerade ist es halt mit diesem Zimtzauber, dass man denkt, man hätte gerade irgendwas nebenan gebacken und kriegt Hunger. Genauso geht es hier uns auch mit diesen Wachsen von Miss Curly Wax. Und das verlinke ich euch mal in der Infobox, denn da habe ich ja zugeschlagen. Ein kleiner Duftgruß von Miss Curly Wax, das hatte sie damals in unser Trashosaurus auch reingepackt. Creme Vanille, I love it, süß, vanillig, warm, voll mein Duft. Also da war eine kleine Geschichte drin. Und dann habe ich mir halt auch noch so was Großes nachgekauft. Warm Vanilla Chestnuts ist aktuell bei uns im Meltwarmer auch drin. Richtig geiler Duft, also so geil, wirklich geil. Kriegst du Hunger, wenn du es riechst. Das ist echt super angenehm. Schaut da gerne mal vorbei. Zahnseilesticks von Dontodent habe ich aufgebraucht. Finde ich gut, kann ich immer gut gebrauchen. Und ist mir auch wichtig für die Zahnhygiene, sowas zu verwenden. Ja, hier habe ich dann so eine Taschentücherbox. Ich glaube, die gibt es im Rossmann. Ne? Die ist ja mit diesen Disney-Prinzessinnen. Die finde ich ganz hübsch, ganz nice. Und last but not least habe ich hier von Denkmit nochmal Allzwecktücher. Ich weiß, sowas verursacht super viel Müll. Aber wenn es uns animiert, halt mehr über Oberflächen zu putzen, dann verwende ich es, ganz ehrlich. Ich habe so eine Packung halt immer überall irgendwie mal rumliegen. Und das war es jetzt hier auch von meinem Aufgebraucht-Video. Und ja, ne? Ich finde, es ist einiges leer geworden. Ich hoffe, dass meine Review zu den Produkten euch gefallen hat und hilfreich war. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare das letzte Produkt, was du aufgebraucht hast, rein. Das würde mich mal interessieren. Und ja. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten mein neues Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!